Aber Jerry, heute geht's wie die letzten paar Mal wieder ums Holz. Ich werde heute zu mir in den Wald rausfahren und einmal die ersten Stämme rucken und auflohnen und heimfahren. Das sollte jetzt auch bloß einmal so ein Test sein, um zu schauen, ob das funktioniert. Bevor es jetzt aber richtig losgeht, habe ich mein Seilwinden einmal weggebaut, weil einige haben mich ja gefragt, wie dem Umbau. Ich habe gesagt, da kann ich gerne was dazu sagen. Das mache ich jetzt schnell. Als allererstes, das ist eine, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, eine Typhoon EGV 35A. Die hat eine Leistung von 35 kN, also ungefähr 3,5 Tonnen. Das war ein Seilwinden, die hat da an der Seite diese zwei Seile gehabt, das weiße und das schwarze, wo man dann anziehen kann und die Bremse lösen kann. Mir war das irgendwann blöd, weil ich bin mittlerweile, also früher war der Vater immer noch mit dabei, mittlerweile bin ich eigentlich meistens allein im Holz. Und gerade jetzt in meinem anderen Wald, das ist ein Hängen, ja, da bist du unten an der Seilwinden, dann machst du die Kupplung auf, ziehst die Seilen auf, den ganzen Berg. Ja, super, jetzt stehst du da oben. Da kannst du jetzt den Baum vielleicht noch anhängen, aber dann musst du wieder nach. Also rennst wieder nach zum Bulldach, ziehst an, jetzt bleibt der Baum da oben vielleicht an einem Stock hängen oder an einem Stor. Also musst du die Kupplung wieder aufmachen, rennst beim Windhauken wieder nach, musst da oben den Baum umdrehen. Ja, und das ist ein ewiges Geschiss. Also habe ich mir gedacht, da muss was anderes her. Ich habe überlegt gehabt, dass ich die einfach hergebe und mir eine kaufe mit Funk. Dann habe ich mir ein bisschen umgeschaut im Internet, was so alles an Umbausätze gibt. Und am Schluss habe ich mir dann gedacht, weißt du was, das machst du jetzt einfach alles selber. Als nächstes habe ich mich dann mit einem Hydraulik in Verbindung gesetzt und habe mit dem telefoniert. Das ist die Firma Hydromod. Die haben mir da recht gut geholfen. Da verlinke ich auch die Seiten einmal unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann ist losgegangen mit dem Umbau. Ausschauen tut der ganze Aufbau jetzt so. Ich habe da oben meinen Hydrauliktankhänger, den habe ich ein wenig umgebaut. Das war ein Tank von einem Stapler. Der ist da unten eigentlich noch so weitergegangen. Das habe ich eigentlich einfach bloß abgeschnitten und einen Deckel drauf geschweißt. Hat den Grund, weil ich sonst den Bolzen da nicht mehr raus und rein bringe. Gelagert ist der mit so Silentgummis. Da unten ist ein Ablaufschraum, die habe ich neu gemacht. Da ist er auf so Gummis aufgehängt. Also er ist schwingend gelagert, dass da nichts von den Halterungen abfibriert werden kann. Dann haben wir da diese Vorlaufleitung zur Pumpe. Die Hydraulikpumpe ist eine Zahnradpumpe mit 14 Kubikzentimeter. Ich versuche einmal, dass ich das einfange da. Da sieht man jetzt genau den Typ, was das für Pumpen ist. Die hat dann noch so ein Vorsatzgetriebe oder das ist einfach dafür da. Die hat normalerweise einen konischen Ausgang. Und ich habe aber einen zylindrischen Ausgang gebraucht, weil ich da so eine Taper-Lock-Buchsen drauf gemacht habe mit einem Zooradl. Die erste Version von meinem Umbau, wo ich gemacht habe, da habe ich kein Zooradl gehabt mit Ketten, sondern das habe ich mit Keilriemenscheiben umgebaut. Ja, das hat eigentlich nicht so gut funktioniert. So, im Leerlauf, wenn es gelaufen ist, wunderbar. Bloß wenn ich angezogen habe, habe ich schon immer gemerkt, irgendwie geht sich das komisch an. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass der Keilriemen die ganze Zeit durchgeht. Das ist natürlich dann auch furchtbar heiß geworden, das ganze Zeug. Und der Keilriemen hat dann nach Gummi gestunken. Und naja, ich habe es dann auf Zooradl umgebaut. Das ist ja gut ausgegangen mit dem Zapfenstummi. Da ist jetzt da auch so ein Taper-Lock-Buchsen drauf. Und dieses Zooradl oben drüber. Und der Weg da von dem Zapfenstummi, das langt jetzt gerade so ums Arschlecker, dass ich die Zapfen noch draufstecken kann. Wenn nicht, weil es auch nicht schlimm, müsste man dann der Zapfen noch irgendwas wegschleifen. So. Als nächstes geht es von der Pumpen raus in dieses 4-3 Wegeventil. Da schaue ich einmal, das kann man lesen. Das ist der Typ von dem Wegeventil da unten, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, da ist das Schaltbüttel von dem Ventil drauf. Das wird angesteuert mit 2x12 Volt. An diesem Wegeventil ist ein Manometer mit dran zur Kontrolle, wie ich am Druck. Der Rücklauf geht da oben raus über ein Drosselrückschlagventil wieder zurück in den Tank. Und was jetzt das Spannende ist, von dem Wegeventil ging er dann zwei Anschlüsse runter zu der Zugseiten von den Zylindern, jeweils einer. Auf der Druckseite von den Zylindern haben die zwei mit einem T-Stück verbunden und gingen auf den freien Durchlass, glaube ich heißt das, von dem 4-3-Wegeventil. Das hat jetzt den Grund,
Mit der Drossel steuere ich einen gewissen Systemdruck im Leerlauf ein. Der liegt jetzt so ungefähr bei 10 bis 15 bar. Der Druck ist dafür zuständig, dass die Zylinder wieder ausfahren. Von ganz von allein. Sobald ich bei der Fernbedienung vom Knöpfel runtergehe, entweder für Bremslösen oder für Anziehen, fahren die Zylinder von allein wieder raus. Durch den Systemdruck, der da anliegt. Das hat einfach einen Sicherheitsgrund. Viele bauen die Seilwinden um und machen da unten und da oben Federn her. Das wollte ich einfach nicht haben, weil an der Seilwinde hängt teilweise mein Leben dran und ich wollte mich da nicht auf irgendwelche Federn verlassen. Die können sich verhakeln, die können brechen. Da, wenn sie irgendwas einspreizt oder irgendwas, ja, jeder weiß, jeder kann sich vorstellen, was da passieren kann. Darum wollte ich das hydraulisch gelöst haben. Ich kann mit denen zwei Drosseln, kann ich die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell der Zylinder eingezogen wird. Und mit der Drossel da oben kann ich einstellen, wie schnell der Zylinder wieder ausgeschoben wird. Das ist am Anfang ein wenig eine Trickserei gewesen, weil die zwei Drosseln miteinander zusammenhängen. Umso schneller der Zylinder eingezogen wird, umso langsamer fährt er wieder raus. Klar kann man dann den Systemdruck erhöhen, aber dann arbeitet die Pumpen halt ständig gegen diese Drossel. Und die wird mit der Zeit schon ganz schön warm. Da muss man halt ein bisschen einen Kompromiss finden. Aber das ist recht schnell rausgefunden. So, als nächstes kommen wir zur Steuerung. Das ganze Hirn von der Seilwinde ist da in dem Kastel drin. Ich kann es jetzt leider nicht aufmachen, weil ich habe es mit Silikon zugebaut, damit es wasserdicht ist. Im Grunde ist da eigentlich nur diese Empfängerplatine drin. Die ist von SVS Nachrichtentechnik. Ich verlinke die Firma mal und den Empfänger und den Sender in der Videobeschreibung unten. Für den was interessiert. Da unten ist einfach nur eine kleine Anschlussplatine drin, wo ich diesen ganzen Kabel anklemmen kann. Da an der Seite habe ich einen Kippschalter, da kann ich ganz einfach erklärt einmal umschalten auf Fernbedienung, also Funkfernbedienung, und nach oben ist umgeschalten auf diese Kabelfernbedienung und in der Mitte ist aus. An dem Empfängerkastel hängt dann zugleich diese Kabelfernbedienung dran. Die ist einfach dafür da, falls einmal die Batterie von der Fernbedienung leer wird und ich trotzdem noch weiter arbeiten will. Da haben im Grunde die gleichen Funktionen wie auf der Fernbedienung. Einmal Seil einziehen, kurzzeitig Bremse lösen, dauerhaft Bremse lösen. Das sind so Schalter mit so LED-Ring, damit man dann farblich auch sieht, was ist. So, als nächstes habe ich da oben diese Blinklampe hingemacht. Die haben einfach direkt an diese Wegeventile angeschlossen. Sobald ein Wegeventil einen Strom kriegt, fängt das Lampal da oben das Blinken an. Das ist einfach dafür da, dass man sicher sein kann, dass die Seilwinde auch das macht, was ich von ihr möchte. Dann haben wir da die Fernbedienung. Das Gehäuse ist, wie gesagt, aus einem 3D-Drucker. Das habe ich im letzten Video schon gesagt. Wie auch die zwei und die Halter da oben, ist alles mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Da vorne ist der Aus- und Einschalter. Dann leicht das grüne Lampal, dass man sieht, ob es an ist. Wenn ihr jetzt einen von den Tasten bestätigt, kriege ich über das ist ein rotes LED, einmal eine optische und da an der Seite ist ein Piezo-Summer drin, eine akustische Rückmeldung, ob das Signal auch angekommen ist. Jetzt blinkt es ganz schnell, weil, und jetzt summt er auch, er probiert jetzt zweimal, dass er eine Verbindung zu dem Empfänger aufbaut. Wenn er keine Rückmeldung kriegt, probiert er es nochmal. Wenn er wieder keine Verbindung kriegt, dann bricht er ab. Das hat man jetzt auch gerade gemerkt, weil der Empfänger ist ja nicht an. Das ist auch bei allen so. Du kriegst immer eine Rückmeldung, ob das Signal angekommen ist. Wenn wir dann im Wald draußen sind, zeige ich euch das nochmal, wie es eigentlich richtig funktioniert. Da an der Seite ist die Antenne. Da bin ich ein wenig unzufrieden mit dem Ganzen. Das müsst ihr vielleicht noch ein wenig umbauen. Einmal stört die Antenne ein wenig, die verdreht es ab und zu ein wenig. Und mit dem Schalter bin ich nicht zufrieden, weil wenn ich mich buck, dann kann es mir passieren, dass ich mit dem Oberschenkel da auf den Schalter drücke und dann geht die Fernbedienung aus. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Da müsste man halt nur mal ein neues Gehäuse ausdrucken. So, im Großen und Ganzen war das jetzt der Umbau von meiner Seilwinde. Jetzt habt ihr gesehen, wie es funktioniert und wie ich das gemacht habe. Ich habe das vor 4 oder 5 Jahren habe ich das Ganze umgebaut und ich bin seitdem eigentlich mehr als zufrieden. Also ich möchte es nicht mehr hergeben. Trotzdem muss ich dazu sagen, das sollte jetzt keine Anleitung sein oder ich möchte jetzt keinen anstiften und sagen, hey Leute, baut euch eure Seilwinden um. Mir ist das damals auch gesagt worden, ich habe das für mich damals selber entschieden.
wenn was passiert und die Berufsgenossenschaft draufkommt, dass dann der Seilwinden, wo selber umbaut worden ist, kann es unter Umständen passieren, dass du keinen Euro von der Berufsgenossenschaft oder von irgendeiner Versicherung kriegst. Drum sage ich das jetzt nochmal explizit, ich will keinen dazu anstiften, dass er seine Seilwinden umbaut. Wenn es trotzdem einer machen will, muss er dann eventuell sogar die Verantwortung dafür übernehmen, wenn was passiert, weil die Versicherung hat das Recht zu sagen, du hast da selber was umbaut, wir sind raus. Denkt's dran. Jetzt packelt ihr mal ganz Zeug zusammen, hängt die Seilwinden wieder am Bulldog hin, der Kipper kommt an Seilwinden hin, dann fahre ich mal Holz rüber und dann tun wir was, damit heute noch was vorwärts geht. Ein paar Sekunden später. Jetzt haben wir da bei mir im Wald. Den Kipper habe ich jetzt vorne stehen lassen, da ist er so ein bisschen ein Platz, da kann ich auflohnen. Rucker werde ich mit der Seilwinden bis der Fähre. Ich werde jetzt gleich als allererstes den größten von allen nehmen. Das ist der, wo da unten so um die 70 cm Durchmesser hat und so 7,80 m oder so lang ist. Weil wenn er den da packt, dann müsste man die anderen auch schaffen. Jetzt kann ich euch das kurz zeigen. Da. Das ist jetzt zum Beispiel Bremse dauerhaft lösen. Da kriegt man optische und da auf der Seite die akustische Rückmeldung. Jetzt ist die Bremse wieder drin. Jetzt, wenn ich da umschalte, dann zieht er an. Ja, das ist eben schon zu viel. Vielleicht ist mir aufgefallen, ich habe vergessen, dass ich meinen Stammheber wegräume und habe den Baum da über den Stammheber drüber gezogen. Es ist ja nichts passiert. Zum Glück ist der Boden nicht so gefroren. Jetzt hat es einen Neidrucker können, aber aufpassen, gell? Jetzt Werkzeug liegen lassen. Ja, jetzt habe ich bloß ein Problem. Der Baum ist so fett, dass die Kähne zu kurz ist, dass ich ihn da an der Winden einhänge zum Nassschläupfen. Da muss ich mir jetzt schnell was überlegen, wie ich das mache, weil ich glaube nicht, dass die Bremse das hält, wenn ich den so am Seil schleupfe. Es ist ein wenig eine wilde Konstruktion jetzt geworden. Ich habe die Kähne, wo mein Baum rum ist, da an dem Haken hängen lassen vom Seil, aber bloß zum Sichern, dass es nicht durchrutschen kann. Links und rechts habe ich die zwei anderen Rückekähne eingehängt und so eine Schlaufe gemacht. Und die Kähne habe ich an der Seilwinde links und rechts eingehängt. Ich habe jetzt gerade schon mal probiert, ein wenig anzuziehen. Also er tut sich schon schwer, der Bulldog, dass er ihn überhaupt hochbringt hinten mit dem Schüttel. Aber er lässt sich ziehen. Den Kandidaten ziehe ich jetzt einmal dann aus, wo der Kipper steht. Und dann schauen wir mal, ob wir den auf den Kipper aufbringen.
Uiuiui, da hat der Johnny ganz schön zum Kämpfer gehabt. He? Da hat er ganz schön geschort. Meine Heckhydraulik ist auch ganz schön am Limit, wenn es darum geht, den Stamm vom Boden wegzuheben. Gut, das spreizt sich natürlich auch gegen die Schüttel beim Hochheben. Gell? Ich mache jetzt meine Konstruktion einmal wieder weg da und dann bin ich gespannt, ob den der Frontlader überhaupt auf die Hecht bringt, da am Arsch. Also heben tut er, wenn er knapp, aber es geht. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich ihn da irgendwie auf den Kippen aufbringe. Das werde ich wahrscheinlich ein wenig tricksen müssen, aber ja, wird schon hinhauen.
Ich bin immer wieder fasziniert, was der kleine grüne Teufel da packt. Der war zwar jetzt hinten ganz schön leicht, also teilweise habe ich nicht mehr lenken können, aber muss man dazu sagen, der hängt hinten bloß 270, 280 Kilo drum mit der Seilwinden. Ja, da wird er schon ganz schön leicht. Nichtsdestotrotz liegt er jetzt drum, der Baum. Liegt er ziemlich sauber in der Mitte. Hinten steht er 3,50 Meter hinaus. Da mache ich dann noch eine Rotztafel hin. Nur zur Sicherheit. Ich lade jetzt auch gar nicht mehr auf, weil ich will jetzt erst einmal schauen, ob ich den einen überhaupt sicher heimbringe. Und die anderen, die haben dann nicht mehr so schwer, da kann ich dann zwei oder drei auflegen. Eins wird es jetzt noch haben, aber das dürfte normalerweise für meinen John ja kein Problem sein. Und zwar ist das eigentlich ein Wiesen. Also war es einmal. Da haben sie da irgendwann so eine Deponie hergemacht. Und da geht es ganz schön auf. Da läuft das ganze Wasser von dem Hang rum. Also da ist ziemlich batzig. Da wird er ganz schön aufackern, der Chlor. Aber das schaffen wir auch noch. Jetzt spanne ich ihn fest. Und ja, dann fahre ich wieder heim. Gesichert und angehängt habe ich jetzt alles. Das Spanngurt habe ich jetzt einmal um den Baum rum gemacht, damit er sich nicht verdrehen oder verschirmen kann. Normalerweise hänge ich die immer da am Kipper-Z ein. Das war mir aber diesmal zu gefährlich, weil nicht, dass man das aufbirgt. Ich habe die jetzt da unten am Rahmen von der Brücke eingehängt. Der müsste es eigentlich leicht aushalten. Einmal vorne, einmal hinten. Da ist halt jetzt praktisch, weil der da einen Kornauslauf hat. Da kann ich mit der Ratschen da durchgehen. Hinten habe ich bloß so eine Fahne hingehängt. Normalerweise lange da rote Unterhosen. Wenn jetzt einer dabei ist, der wo sagt, ja, halt einmal, gell, der darf ja so gar nicht auf der Straße fahren, den Kipper da und das Zugmaul von der Seilwinden hinten hängen. Langsam. Das Zugmaul von der Seilwinden hat eine Zulassung für die Straße. Man muss bloß ein paar Sachen beachten. Das war zum einen, man darf nur 25 km/h fahren. Bulldog geht eh nicht recht viel schneller und der Kipper hat auch 25 km/h Zulassung. So, dann muss der Anhänger eine Auflaufbremse haben. Oder? Und, was ganz wichtig ist, der darf keine Stützlast haben auf der Deichsel. Hat er auch nicht, weil es ein Zweiachskipper mit Drehschimmelanlage ist. Somit haben wir keine Stützlast auf der Deichsel. Also, alles gut. Was ich nicht vergessen darf, Bremsen rein da. Und jetzt packen wir es. Dann morgen. Bei mir ist jetzt schon der nächste Tag, bei euch hoffentlich noch nicht. Gestern, wie ich heimgekommen bin, war es leider schon so dunkel, dass ich nicht mehr filmen habe können, wie ich den Baum ablade. Aber das ist ja zum Glück nicht der letzte gewesen, also beim nächsten Mal halt auf jeden Fall dabei. Der Baum liegt jetzt da. Das nächste, was ich jetzt mache, wird sein, dass ich mein Sägewerk verlängert. Da länger die zwei Verlängerungen schon da, die muss ich jetzt noch aufbauen. Da nehme ich euch aber nicht mit, weil sonst wird das Video zu lang und ich glaube, dass das auch nicht recht spannend ist, wie ich da die Verlängerungen aufbaue. Da gibt es super Videos drüber, über den Aufbau von der Säge bei Woodmeister auf der Seite, die verlinke ich unten einmal. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, ich werde versuchen, alle zu beantworten. Und apropos Kommentare, also vielen, vielen Dank für die ganzen netten Sachen, die ihr mir schreibt. Da sind teilweise Sachen dabei, da geht mir richtig das Herz auf. Es sind auch immer super Tipps dabei. Einer war zum Beispiel vom Metallschwein 83 damals, wo ich die Kabelbahn gebaut habe. Die hat mir geschrieben, ich soll doch diese Gummischlauchleitung von der Kabelbahn nicht direkt in der Verteilerdose anklemmen. Vorschriftsgemäß war da eine Steckdose hinzumachen und an das Kabel von der Kabelbahn einen Stecker hinmachen. Dann hat es noch so eine lustige Geschichte gegeben mit meinem Baumwagerl. Da hat mich der Spätzl irgendwann angerufen und hat gesagt, du, warum machst du das so kompliziert? Mach halt einfach vier Reifen und bau so einen Going oben drüber. Da kannst du einen Kettenzuche hängen, dann hast du wie so einen Portalkran. Ja, habe ich gesagt, das hört sich nicht einmal schlecht an. Keine Ahnung, warum ich da selber nicht drauf gekommen bin. Das lassen wir mal durch den Kopf gehen. Und eine Stunde später ungefähr haben drei Kommentare drin gestanden. Ja, bau da doch an so einen Portalkran, war doch viel einfacher. Also echt lustig, wie das manchmal so zugeht. Ihr habt wirklich gute Ideen. Ich werde es jetzt aber trotzdem zuerst mit meinem Wagerl probieren, weil ich möchte wissen, ob das auch hinhaut oder ob ich es umsonst gebaut habe. Aber jetzt rede ich nicht mehr lang, weil ich glaube, das Video ist jetzt schon lang genug. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, euch hat es ein wenig an Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Bleibt fleißig und vielleicht schaut ihr das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Baumschneiden mit dem Peter.